Ciao zusammen und willkommen zurück zu Shop Titans. So, ja, was ist passiert? Noch nicht so viel, ich habe ein bisschen was verkauft und jetzt kommt gerade noch was, das ich euch natürlich auch nicht vorenthalten will. Wir können jetzt die Möbel verbessern. Ich hatte das ja in der Vorstellungsfolge schon angesprochen, aber es ist halt noch nicht alles freigespielt oder freigeschalten. Jetzt ist es aber soweit, dass wir hier die Möbel aufwerten können. Der meint, ich soll das jetzt anklicken. Kostenlos verbessern. Ihr seht jetzt hier die maximale Energie, also auch solche Möbel, auch wenn die schön sind und voll natürlich, geben der Kundschaft Energie, die wir kriegen, weil es denen gefällt. Und es gibt da hier die Größe, wie groß so ein Teil ist. Das sehen wir jetzt auch hier bei der 1, also Level 1 wird das so sein, auf Stufe 6 wird es so groß, auf Stufe 11 wird es dann so groß. Jetzt ist es kostenlos und das wird ziemlich teuer, das zu verbessern. Du kannst auch andere Spieler um Hilfe bitten und so das Ganze beschleunigen. Das wäre jetzt hier. Wenn ich jetzt in einer Gemeinschaft wäre, sagen wir, sind 3, 4 Leute in dieser Gemeinschaft, kann ich jetzt hier draufklicken. Das funktioniert jetzt ja nicht. Wir haben noch keine Gemeinschaft, aber es wird jetzt einfach hier so angezeigt. Und dann, wenn Spieler einloggen, sehen die das, wenn die auf die Stadt gehen, dass da jemand Hilfe braucht und können da auch mithelfen, das zu verbessern. So wird dann die Zeit verkürzt. Jetzt geht es natürlich 1:1, weil wir noch sozusagen im halben Tutorial feststecken. Und dann geht die Zeit schneller vorbei. Das kann wirklich bis zu 8, 12 Stunden gehen, jedenfalls auf der App dann solche Verbesserungen zu machen. Also lohnt es sich natürlich extrem, wenn man dann eine Gemeinschaft hat und miteinander einander so hilft, damit die Zeit verkürzt wird. Abgeschlossen. Und aufrechtes Gestell wurde auf Stufe 2 verbessert. Okay. Spitze. Eine hohe maximale Energie ist der Schlüssel zu guten Geschäften. Dieses Mal habe ich dir noch geholfen, aber von jetzt an müssen du und deine Freunde das erledigen. Was hältst du davon, einer Gilde beizutreten? Es bringt viele Vorteile, sich mit anderen Spielern zusammenzutun. Also, wir müssen in die Stadt. Und jetzt ist auch das Gildenmenü freigeschalten. Da steht die arme Prue ganz alleine. Zusammen investieren, sich gegenseitig aushelfen oder einfach nur zu wissen, dass deine Freunde für dich da sind. Mir fällt kein Grund ein, warum man sich nicht einer Gilde anschließen sollte. Und falls du deine Meinung ändern solltest, kannst du die Gilde jederzeit verlassen. Also keine Sorge. Weiß jetzt nicht, inwiefern das funktioniert. Ich bin sicher nicht die Einzige, die schon einen Key hat. Also, wir könnten jetzt, da ist zum Beispiel eine Gilde, Sunix. Könnte ich jetzt hier beitreten. Ich kann aber jetzt auch eine Gilde erstellen. Wir machen das mal so. Hm? So heißt übrigens auch meine Gilde auf dem Handy. Offen für alle, dann habe ich noch privat offen für alle nur. Okay, Mindeststufe sagen wir 1, das ist ja okay. Erstellen. Kostet mich das was? Diese Gilde existiert bereits. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt, Leute, weil ob man das verknüpfen kann. Jetzt suche ich mal nach meiner Gilde. Tatsächlich. Das ist meine Gilde. Jetzt wird's interessant. Jetzt einen Moment. Bitte tritt eine Gilde bei oder gründe eine. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen. Ich mache jetzt nur katsumi.de. Also wenn ihr das Spiel spielen wollt, bei katsumi.de. Ohne CH. Oder wollen wir die anders? Ich nenne die anders. Ich nenne die nach mir. Sonst, Pru Katsumi heißt die Gilde. Erstellen. Geht das jetzt? Geht das. Jetzt bist du im Geschäft.
Aber denk daran, dass du dich mit echten Spielern zusammentust, also sei nett zu ihnen. Im Team geht alles viel leichter. Jetzt, Moment, jetzt bin ich da echt gerade ein bisschen. Wir haben doch hier Optionen. Briefkasten, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Einstellung. Kann ich denn. Ja, wie soll denn das gehen? Ich bin jetzt Shop-Titan-ID. Hol dir deinen Shop-Titan. Wenn du auf mehreren Geräten spielen willst oder dein Konto auf ein neues Gerät übertragen willst, benötigst du eine Shop-Titans-ID. Wähle eine der folgenden. Auf dieses Gerät verbinden von diesem. Moment. Ich starte jetzt mal kurz auf meinem Handy die App, weil die Frage kam nämlich auf. Geht es, dass ich meinen Spielstand übernehmen kann? Das wäre natürlich absolut der Hit. Weil ich habe gesehen, als ich den Charakter erstellt habe, das konnte ich euch ja nicht zeigen, weil ich ja Serverprobleme hatte. Jetzt bin ich da auf dem Handy drauf. Es kommt natürlich noch eine zum Quatschen, weil ich schon mega lange nicht mehr gespielt habe. Aber das wäre natürlich absolut cool. Also, die quatschen alle noch. Und da habe ich schon gesehen, mit Konto anmelden. Und das wäre natürlich wirklich cool, wenn ich meinen Spielstand jetzt hier übernehmen kann. Jetzt versuche ich das mal. Und zwar, wo war das hier? Shop-Type-ID. Auf dieses Gerät verbinden. Nein, von diesem Gerät verbinden. Füge deine individuelle Shop-ID ein, um auf diesem Gerät zu spielen. Kopiere diese individuelle Shop-ID ein, um dieses Konto auf ein anderes Gerät zu übertragen. Okay, ich mache das kurz und wir sehen uns gerade wieder. Tja, da bin ich wieder und ich kann es gerade nicht glauben, aber ich habe tatsächlich meinen Spielstand holen können. Wie cool! Das wäre jetzt mein Shop, wo ich auf dem Handy gespielt habe. Also ich musste jetzt wirklich nur den Code eingeben, dann hat es einmal geladen und schon, schwupps, bin ich hier drin mit meinem Spielstand vom Handy und Tablet. Nice! Nice, nice. Also ihr seht, da bin ich jetzt natürlich so ein Stückchen weiter. Ich habe mega lange nicht mehr gespielt. Mal kurz hier das da beenden. So. Da habe ich jetzt natürlich schon einiges mehr. Also hier eben auch, kann ich das da schieben? Da hinten jetzt auch das Lager natürlich. Das ganze Laden ist viel, viel größer. Hier die Truhen habe ich schon designt, also so ein bisschen eingefärbt. Dann diverse Dekorationen und eben auch die Lager hier schon vergrößert. Kann ich hier eben draufklicken, dann kann ich hier auch verbessern machen und sagen, okay, für eine 500.000 will ich die Kapazität dieses Lagers nochmal verbessern. Viele, viele Kunden. Nein. Ich zeige euch jetzt die Stadt. Das ist eigentlich gerade ein sehr guter Vorführeffekt. Das wäre dann eigentlich unsere Stadt, die wir haben. Da sind jetzt natürlich eben schon viele. Und da seht ihr jetzt auch die Stufen hier mich einstellen. Ich glaube, die kostet eben Dias. Die ist, oder ist ziemlich teuer. Ah ja, genau. Da müsste man jetzt sowas kaufen, dass man sie überhaupt bekommt. Oder hier 5.000. Was? Ja, bitte melde dich vor. Wieso bist denn du jetzt da? Das bist doch gar nicht du. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe ja nichts gekauft. Ich schnau's nicht. Hier zum Beispiel wäre jetzt so das Putzen bei einem der Spieler. Und da seht ihr, das ist das, was wir auch noch angeschaut haben. Der hat jetzt hier zum Beispiel um Hilfe gebeten. Und da hätten wir jetzt da alle mitklicken können, also einmal einfach zu Hilfe, dann wäre die Zeit runtergelaufen, um seine Truhe zu erweitern. Hier können wir aber auch mithelfen, indem wir zum Beispiel bei ihm Putzarbeiten erledigen. Ah, hier ist noch eins. So. Und so kann man auch jeden Shop dann angucken gehen von jedem. Jetzt werden wir
Belohnung erhalten. Dankeschön. Dann gehen wir mal auf die Gilde. Jetzt bin ich schon ein bisschen überfahren. Da sehen wir jetzt das, was ich vorhin gesehen habe. Also da bin ich. Hier sind die Gildenmitglieder, welche ihr wirklich alle schön anklicken könnt. Ich sehe dann auch hier, inwiefern dass die aktiv sind. Und ihr seht gerade auch, 48 Tage ist es her. 4 Tage. Ich bin online. 25 Tage. 3 Tage. 9 Tage. 2 Tage, 13 Stunden, ne? 10 Tage. Ja, da werde ich ausmisten müssen. Also gerade solche 48 Tage, tut mir ja leid, aber da muss ich ein bisschen aufräumen. Das werde ich tun. Also wir werden dann auf jeden Fall mit der Gilde weitermachen. Jetzt habe ich mich da ja angemeldet. Aber da muss ich jetzt auch gerade gucken, mich da wieder ein bisschen einfinden. Ich bin gerade überfahren, dass das funktioniert hat. Hätte ich nicht gedacht und vor allem nicht vor Release. Das kann ich euch nicht zeigen. Hier die Quests zum Beispiel. Also hier seht ihr viel natürlich schon freigespielt. Das könnt ihr alles nach und nach freispielen. Krötenhexe, schieß mich tot. Was kann ich euch sonst noch zeigen? Charaktere. Die sind alle eigentlich bereit. Optimieren. Das haben wir alles auch schon angeschaut. Quests. Ordnen nach dem Quest. Also jetzt können wir hier, ist glaube ich nämlich gerade irgendwie ein Event. Und da kann ich jetzt größere Gruppen schicken. Das ist gerade ein Event. Also es werden hier auch diverse Events stattfinden, die ihr spielen könnt. Schwierigkeitsgrad kann man wählen, dann kriegt man diese Goldbahn. Je mehr Goldbahn, umso bessere Belohnung kriegt ihr natürlich. Jetzt kann ich auch schauen. Seht ihr, wie sich die Gesichter verändern? Ne? Von, oh, Hilfe, Panik, das geht nicht, wir werden alle sterben. So, vielleicht haben wir sogar noch einen Schub, einen EP-Schub haben und einen Kraftschub. Ich mache jetzt einen Kraftschub rein, kann dadurch nochmal die Schwierigkeitsstufen ein bisschen erhöhen. Ne, das ist zu diskant. Gebiet erkunden. Die sind unterwegs. Kann ich noch eine zweite Truppe schicken? Kraftschub. Noch 3 hätte ich. Nochmal einen Kraftschub benutzen. Oh, nee, das war nichts. 3 Gruppen, seht, das geht 1,5 Stunden. 59 Minuten, 53 Minuten, bis die zurück sind. Also es dauert natürlich schon dann immens, bis die da sind. Ich werde auf jeden Fall hier die Gilde aufräumen. Also Mitglieder, die jetzt schon eine Ewigkeit nicht mehr online waren, da zähle ich mich auch dazu. Das ist definitiv so. Aber die jetzt wirklich eben fast 2 Monate nicht mehr da waren, die werde ich kicken. Im Moment können 10 Mitglieder mitmachen. Da heißt jetzt die Gilde, um das nicht verwirrt sein, eben katsumi.de/ch. Das wäre meine Gilde für die, die dann mitspielen möchten. Ich denke, bis dahin werden einige Plätze wieder frei sein. Falls dann natürlich mehr Leute Interesse hätten, in die Gilde beizutreten, würde ich gucken, dass wir so schnell wie möglich natürlich das Ratshaus leveln. Wie viel braucht's? Ein bisschen Geld habe ich. Ach komm. Machen 500.000, wir haben es ja, ne? Jetzt haben wir den gelevelt und ihr seht, es geht jetzt 1 Minute, dann ist dann das frei, dass wir 11 Mitglieder beherbergen können. Und hier ist jetzt tatsächlich auch schon der Chat. Nein, 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 wir wollen hier niemanden melden. Den konnten wir vorhin noch nicht sehen. Da sehen wir auch immer wieder, habt ihr über den Zusammenschluss gesprochen? Lieber doch nicht, ich glaube, die wollten mich hier... Ah, nee, das ist jetzt der Welt. Hier haben wir einen Global-Chat. Da dachte ich schon, die hätten sich gegen mich verschworen. Global, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr seht, die sind natürlich dann einiges weiter aus, ich da Stufe 62 etc. Wir haben einen Gilden-Chat und eine Benachrichtigung. Also hier werdet ihr auch sehen, wer euch zum Beispiel geholfen hat oder was wer freigeschalten hat. Einfach diverse Infos von den Gildenmitgliedern könnt ihr dann da einsehen. Oder eben, wenn ihr nicht weiter wisst, dürft ihr gerne hier reinschreiben. Das sind, ich weiß nicht, ob das alles nur, das sind eigentlich immer nur Deutsche. Ob das irgendwie auch
so ausgerichtet ist. Keine Ahnung. Suche was? Suche Gildner. Mhm. Alles klar. Ja, das ist eigentlich zu Shop Titans. Also, ich finde es ein mega cooles Spiel und ich finde es sau cool, dass wir scheinbar, und ich vermag jetzt noch mal kurz auf mein Handy zu gucken, kann ich euch jetzt leider gerade nicht zeigen, ob ich da dann wirklich weiterspielen, also dass ich da hin und her switchen kann mit Handy und PC. Vielleicht knallt es mich hier gleich raus. Tatsächlich. Ja, Verbindung trennen. Das habe ich nämlich auf dem Handy eingeloggt. Und dann schmeißt mich hier raus und wenn ich dann auf dem Handy rausgehe, wir versuchen das jetzt und wissen das gerade, erneut verbinden, sollte ich jetzt hier weiterspielen können. Genau. Hey, das ist mega. Das ist wirklich cool. Also können wir das jederzeit, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, egal ob am Handy, am Tablet oder am PC, zusammenspielen. So, soweit zu dem Spiel. Ich werde auf jeden Fall irgendwie bei Gelegenheit wieder ein Video dazu machen. Aber jetzt hat es mich auch so ein bisschen gepackt, da ein wenig weiterzuspielen. Das habe ich sehr, sehr gesuchtet. Und würde mich natürlich freuen über Zuwachs dann in der Gilde. Ja, bis zur nächsten Folge oder was auch immer. Lasst ein Abo da, natürlich Glöckchen aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr auf meinem Kanal. Gerne einen Kommentar. Vielleicht spielt ihr ja selbst auch schon auf dem Handy und werdet es euch für den PC auch noch runterladen. Ja, ansonsten Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.